Idiot! Penner! Schlechter gelaunt. Wenn mein Hund so hässlich wäre wie du, würde ich ihm den Hintern rasieren und ihm beibringen, rückwärts zu laufen. Und mürrischer als je. Komm schon und zeig, was in dir steckt, du... Das Alter hat ihnen keine Weisheit gebracht. Stattdessen hat es ihnen etwas geschenkt, das... Holy moly. ...weitaus wünschenswerter ist. Sag sie doch immer wieder, wie toll sie aussieht. Ich weiß, das habe ich inzwischen in meinem Repertoire. Lass mal hören. Es gibt möglicherweise eine Menge Fische im Ozean, Maria. Aber nur an einem von ihnen möchte ich meinen Haken festmachen. Und dieser Fisch bist du. Das ist beeindruckend. Ich glaube, ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, einen Mann in den Arm zu nehmen. Ich auch nicht. Sie werden nicht älter. Sie werden zufriedener. Aber gerade als er dachte, er hätte den Fang seines Lebens am Haken. Ich mochte dich lieber, bevor deine Frau am Haken hattest. Macht sie ein Restaurant aus seinem Lieblingsanglerbedarfsladen. Sie hat schon ein paar Schilder angebracht. Nicht bewegen. Wenn mich der alte Mex so sehen würde, wäre ich für immer vernichtet. Mex! Jack Lemmon. Gut. Walter Matthau. Buonasera, signori. Anne Margaret. Und Sophia Loren. Buon appetito. Sollen wir sie fragen, ob sie noch ein bisschen Knoblauchbrot dazu hat? Eher küsse ich einen toten Elch auf den Popo. Basta! Also rufe ich sie an, ja? Der dritte Frühling. Ich würde vorschlagen, wir gehen zu mir. Und ich zeig dir meine Cannelloni. Das ist Spaghetti Raghettis Cousine.